So, raus aus den Federn. Haben wir irgendeinen Geburtstag heute? Nein. Das Sonntagessen müssen wir sowieso nicht so hetzen. Dann nehmen wir das mit. Und hier. Von Ursula. Handwerker, der Gasgehalt in der Luft in der dritten Ruine ist beträchtlich gesunken. Wir werden bald in unserem nächsten Einsatz beginnen. Triff dich kampfbereit mit uns im Ruineingang. Der dritte Schlüssel und von Handelsgelder behalten. Vielen Dank. So. Dann nehmen wir das auch gleich mit. Zeolit. Das wächst alles fleißig schön. Hier mal die Puppe. Auch die ist schön. Brauche ich aber auch nicht. Und die nehmen wir auch mit. Wunderbar. So, das bleibt, das geht rein, das kommt hier hin. So, das kommt wieder mit raus. Wird da nicht hin. Das muss alles woanders. Wunderbar. Läuft. Wie sieht es mit der Erde und so aus? Sand ist fast komplett weg. Okay. Bauen. 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 Entfernen. Bauen. Sehr schön. Dann haben wir hier natürlich polieren schon mal 30 Einheiten. Das ist schon geil. Definitiv. Wie viel? 2 Elektrolyse hätte ich gern. Ach, Elektrolyse war. Da braucht man ja die Teile dafür, ne? Genau. Die haben wir nicht, die Kerne. Dann hätte ich gerne 5 Schneidemaschinen. Dann kriegen wir das hin. Die normale industrielle Schneidemaschine. Die hier. Der braucht Schleifsägen und Schleifsägen können wir nicht herstellen, ne? Genau, den Blutstein. Okay, dann hätte ich gerne 4 Textilmaschinen. Geht das? 4 industrielle Textilmaschinen. Ja. Machen wir mal das. Und bau mal. Das kommt dann alles ins Lager. Okay. Sonst. Das. Die Puppe ist dann Angriff. Das ist Sonstiges. Das ist Sonstiges. Und Zutaten. Angriff, Ausdauer, Nahrung und das sind Pflanzen. Wunderbar. Dann haben wir das schon mal vorbereitet. Wer steht hier vor der Tür? Versuchen wir noch hier. Oh, hier ist eine Quest. Nur eine? Okay. Nur eine Quest. Wo sind die? Ja. Ach, ihr beide wieder? Nö. Nee. Ach, Gel. Gel hat eine Quest. Läuft. Was ist denn los? Die scheint etwas zu beschäftigen. Oh, es geht um Gast. Er möchte an dem Designwettbewerb der
der vom Design Institute Vincent abgehalten wird, teilnehmen. Eine der Kategorien ist, ein architektonisches Modell anzuwerfen. Er ist über die Auswahl der Materialien für das Modell frustriert. Ich habe gehört, er möchte ein Material benutzen, das sehr widerstandsfähig ist. Ich habe mich schon immer auf meine Arbeit konzentriert. Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir normalerweise Sorgen um Ginger. Ich war bisher kein guter Vater. Deshalb möchte ich Ihnen diesmal helfen, aber ich weiß nicht wie. Kannst du mir helfen? Du hast immer Kontakt zu Materialien, oder? Klar, das klingt leicht. Oh, das ist ja Pillepalle. Ist Gast hier zufälligerweise drin? Da könnte ich ihm erstmal noch ein Wir haben jetzt gerade nämlich Gast seine Quest rausgelöst dadurch. Ein Gast. Wir unterhalten uns und dann kriegst du ein Geschenk von mir, nämlich das. Weil Entscheidung lässt dir schmecken, mein Lieber. Das ist ja kinderleicht, die Quest. So. Und jetzt hier. Haltestelle angucken. Der Sitz ist schief. Die Tafel ist zu dick. Hier ist verbogen. Halt. Nee, ich dachte. Was sehen wir? Ach ja. Wunderbar. Hier. Medella. Und 4 Stück. Natürlich. Hier ist Medella. Die sind zu lang. Okay. Der Senken, der flackert so. Der flackert eigentlich immer nur an den Stellen, wo wirklich was ist, was er verbergen möchte. Und dieser Würfel ist immer echt bescheiden. Okay, Fehlschlag. So, hier haben wir den Generator. Haben wir ein Loch? Hier ist ein bisschen verzogen. Und da ist verzogen. Okay, wunderbar. Gucken wir kurz auf den Punkt ab. 1,6. Er ist rangekommen, bisschen. Hat 100 Punkte uns abgenommen, aber das interessiert mich herzlich wenig. Finanziell besser leistungsfähiger aufgestellt hat. So, eine Stahlplatte, ein Harz. Halt, machen wir so. Okay. Dein Harz. Gummifrucht habe ich mir noch gemerkt. Warte. Gummifrucht habe ich mir gemerkt. Und das letzte. Gestärktes Glas. So, dann können wir das gleich wegbringen. Zur nächsten Quest aufbrechen. Finde ich aber lustig, wenn ein Gast der erste ist, den wir hier mit einem Quest erfüllen, den wir hochleveln.
Danke, das wird Gast hoffentlich gefallen. Du scheinst Gast architektonisch vor allem sehr zu unterstützen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er mein Nachfolger werden würde. Wenn ich in Rente gehe, würde er als Bürgermeister kandidieren im Büro von Port Zettin. Eine politische Dynastie. Aha. Aber er hat beschlossen, seinen eigenen Traum zu verfolgen. Also muss ich ihm dabei beistehen. Hast du ihm schon einmal gesagt? Manchmal. Vielleicht sage ich es ihm heute noch. Danke für deine Hilfe. 500, wie süß. Nora spielt hier am Klavier dabei. Schön. Ich hatte damals eine Freundin, die hat auch Klavier gespielt. Das war immer so angenehm. Bin meistens dabei eingeschlafen, wenn sie da gespielt hat. Nicht, weil ich es langweilig fand, sondern weil es einfach so schön entspannt war, konnte ich halt richtig schön abschalten. Und sie konnte auch gut spielen. Okay, sie hat sich natürlich ein paar Mal verspielt, aber wäre schon perfekt, aber an sich war es super. So. Auf für unsere Quest. Der dritte Schlüssel. Ich hätte gerne da hinten noch eine Haltestelle. Muss man diesen weiten Weg latschen. Aber klar, wie soll denn das Auto da hinkommen? Oder irgendwas anderes. Na gut, wir können uns ja jederzeit ein Pferd mieten oder mit einem Pferd hin, aber das ist mir zu schade ums Geld. Wenn wir uns irgendwann ein eigenes Pferd kaufen, ist das was anderes. So, nimm gleich ein paar Erdbeeren mit. So. Der Ritter bestimmt in der Kirche ist, am Sonntag, anständig wie er ist, würde er hier bestimmt nicht auftauchen. An einem Sonntag jetzt, wenn wir Schlüssel Nummer 3 haben. Aber wie gesagt, wer weiß, was unsere drei Freunde dann machen. Das kann ich nicht einschätzen. Gut, bist du endlich da? Hör zu. Das ist der Standort des letzten Schlüssels, der vom Positionscomputer angezeigt wurde. Wir wissen nicht, was passieren wird, wenn wir den letzten Schlüssel aktivieren. Vielleicht wird sogar der mysteriöse Ritter auftauchen. Ich werde zusammen mit Herrn Remington und den Handwerkern in die Ruine gehen. Hallo, du führst den Rest an. Bleib hier draußen, wachsam, verstanden? Jawohl. Bereit, die Ruinen zu betreten? Gehen wir. Die Ruinen befinden sich noch immer im Gasrückstelle, also setz die Gasmaske auf. Wir gehen rein, sobald du bereit bist. WGT, ich komme. Okay, wir gehen. So, wir gucken das mal. Ich denke, wir müssen erst darüber. Ich denke mal, diesen Komplex kommen wir erst unten rein. Mal gucken. Genau, das ist nämlich die Sackgasse hier. Oh, hier gibt es neue Roboter. Okay, der war easy zu zerlegen. Lässt sich nicht öffnen. Hier ist Pult an.
Sieht so aus, als wären die Schaltkreise durchgebrannt. Wir sollten uns ein paar von den KI-Maschinen in der Nähe schnappen. Oh. Praktisch. Drei Kupferdraht, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Tür operieren? Tür operieren. Ah, es hat funktioniert. Hm, Hauptmann, ich habe gehört, du kommst aus der Nähe von Lucien. Ich war auch dort in der Zivilgruppe von Lucien. Ist das so? Ganz genau, wann warst du dort? Vielleicht haben wir ein paar gemeinsame Freunde. Das haben wir nicht, da bin ich sicher. Konzentriere dich auf die Mission. Klar. Natürlich habt ihr keine gemeinsamen Freunde. Weil sie ja scheinbar doch wirklich fake ist. Mächtig mieser. Und auch. Na komm, schlag weiter. Also dieser Hammer ist echt schwierig beim Steuern. So, dann mal schnell. Zack. Kleiner Dolch. Ach, wie süß. Einschalten. Da geht eine Tür auf. Wir gehen wieder zurück. Kritische Treffer 9. Die Überlegung, diese maximale GP mit 50 zu lassen, ist eigentlich Quatsch. Dann ist doch lieber mal das rein. Dann haben wir 19% kritische Trefferchance. Das ist natürlich deutlich geiler. So eine Runde rum. Wird bestimmt noch als Fahrstuhl agieren oder sowas. Keine Ahnung. Wir müssen jetzt eine Etage tiefer. Okay, es wird nicht als Fahrstuhl agieren. Und schon mal ist richtig gemacht. Eine Truhe sehe ich nicht. Okay, und wir gehen rein. Jungs, down. Ein wenig unglücklich. Kommt, Leute. So, was zum Hochgehen sehe ich jetzt erstmal nicht. Ich habe ja zum Glück noch was mitgenommen. Gut, die nächsten drei. Hier. So, wo lang müssen wir? Wir gehen jetzt erstes in die Richtung. Die ist gut. Wunderbar, hier gefällt mir euch sehr. Und das. Roter Falke schon wieder. Angriff 8 bringt mir nichts. Kann ich doch nicht lernen, oder? Ist
aber auch kaum was wert. Das können wir verkaufen dann aber. Warum kriegt man das denn zweimal? Was ist denn das für ein Käse? Gut, nächste Etage. Die nächste Tür. Warum muss ich eigentlich als Handwerker loslaufen? Und hinter mir sind die... etwas größer Raum. Ich kann darüber hinwegspringen. Wie sieht es mit dir aus? Mein Knie bereitet mir Probleme. Ich werde ein Pult finden, das man hier platzieren kann. Sie kann darüber hinwegspringen? Okay. Es ist Silikonschutz erforderlich. Platzieren. Zuverlässig wie immer. Ich glaube, dass wir es fast geschafft haben. Sei auf der Hut. Bin ich doch immer. Das sieht wieder aus wie Bossfight. Genau derselbe Effekt wie vorhin. Das ist der letzte Schlüssel. Schlüssel 2 aktiviert. Schlüssel 3 zur Aktivierung bereit. Stimmenerkennung erforderlich. Stimmenerkennung fehlgeschlagen. Alarm. Eintrieb. Alarm. Schweinchen. Mal wieder. Mal wieder ein Schweinchen. Das habe ich erwartet. Down. Musst du dir bei den anderen beiden Schlüsseln auch durchmachen? Ist ja ein richtiges Fitnessprogramm. Wird schon schief gehen. Aufgeschlagen. Oh, es passiert was. Ich möchte nicht draußen landen, da war noch ein Punkt zum Heilen. Oh. Hey Boss, sieh dir das an. Erwartet unser Preis? Ja, hallo, schnapp dir meine Männer und sichere die Umgebung von diesem Ort sofort. Ich möchte nicht, dass unser mysteriöser Ritter dort reingraut rauskommt. Ich werde mich um den Hauptquartier in Verbindung setzen und prüfen, was wir jetzt tun sollen. Rührt euch nicht und wartet auf meine Befehle. Wie sie alle unsichtbar werden. Na fein, na fein, na fein. Gut. Ah, wir haben wieder Lebensbau. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt noch ein Fight oder sowas hinterher, hinten dran. Deswegen war ich da vorsichtig, was das anging mit Lebenspunkte. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir mittlerweile nur noch kein neues Level. Aber wir gucken mal nach, dass wir statt den GP, die wir jetzt hatten. Ach, die haben wir durch diese Klamotten gekriegt, ne? GP-Bonus. Sondern doch über den Angriff erhöhen. Für die 50 GP, die machen es jetzt nicht fett. Lieber den Angriff erhöhen, dass wir mehr Schaden machen und schneller zum Ziel kommen. Ja, wo komme ich denn wieder raus? Okay, da lang. Ich
Die Frage ist bloß, machen wir lieber mehr kritisch? Oder machen wir lieber nochmal mehr normalen Angriff? So. Da oben geht's dann nachher rein wahrscheinlich. Jetzt brauche ich da nicht hingucken, weil die lassen uns eh nicht rein. Die Quest ist noch nicht so weit. Werden wir bestimmt aber am nächsten Tag einen Brief dazu kriegen. Da können wir uns in unserer Zwischenzeit weiter um unser Grundstück kümmern. So, nach Hause bitte. Falsche Taste. Nur noch nicht groß geworden. Achso, wir müssen mal gucken wegen Füttern. Hau mal ein bisschen Honig rein. Unser Buch kann erstmal hier rein. Ausrüstung. Was haben wir hier so? Verteidigung brauche ich nicht. GP will ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Kritische Treffer sind 6%. Angriff 8. Das ist kritisch 10. Angriff 9. Das ist ja eine Waffe. Kritisch 10. Okay, bringt auch kritisch 10. Haben wir nicht Angriff 11? Angriff 11, kritisch 10 und kritisch 9. Ich glaube, noch ein kritisch 10er kriege ich nicht hin, ne? Wenn ich jetzt davon noch einen mitnehme? Genau. Aber kritisch 9 und kritisch 10 ist schon das höchste. Aber halt. Wäre das Einzige, was noch möglich wäre. Dass wir nochmal Angriff 10 machen. Angriff 8. Angriff 9. Guck mal, hier mal zweimal kritisch 10. Dann haben wir 20% kritischer Schaden. Kritische Trefferchance. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Halt. Das raus, das rein, das raus, das rein. Dann haben wir 20% kritische Trefferchance und 10 Angriff drauf. Das ist doch okay. So, nein. Ausrüstung bitte. Das ist Pflanzen. Und dann holen wir uns mal kurz die Textilmaschine. Und dann können wir mal gucken, dass wir noch ein paar Blutsteine sammeln. Wunderbar.
So, Carbonstahl, wir haben nicht genügend Eisenerz. Eisenerz fehlt komplett. Baumharz fehlt. Titanium fehlt. Ach, jetzt arbeitet er mit den Platten doch so. Ein Schneiden, drei Schmelzen. Nimmt das, macht das zu Titanium bauen und von da aus zu Titanium platten. Okay. Da brauche ich Saphire dafür, sonst wird irgendwann teuer. So, ich bräuchte 4 Mixer, hätte ich gern. Einfach nur um die. Wenn ich kochen könnte, das wäre schon schön. Das geht ja leider nicht kochen. Ein Kochhaus oder sowas, was drin ist. Okay, Mixer. Auch Schleifklingen. Nee, Schleifklingen. Okay, das brauchen wir. Da brauchen wir wie viel? Warte halt. Tiere wollen wir herstellen. 2, also 8, ja. Also machen wir 8 Schleifklingen. Das sieht ein bisschen falsch aus. Dann bin ich sehr. Das wird immer größer. Das Spiel ist versaut. Oder ich denke bloß versaut. Kann natürlich auch sein. So, da müssen wir jetzt Blutsteine sammeln. So, dann gucken wir mal. Blutstein. Ich glaube auch aus denen gekriegt, ne? Nein, nicht wirklich. Oder doch nur die großen? Nur die großen, ne? Geht ja übelst easy. Morgen die Post haben, ist kein Problem. So, hier ist noch ein Stein. Gucken, 10 Blutsteine haben wir schon. Wir brauchen wohl noch ein bisschen mehr. Es wird halt nicht wirklich reichen. Und die anderen Steine hier, gut, dann haben wir sie gleich mit. Ist ja nicht dramatisch. Ich glaube, bei denen habe ich Schleime gekriegt, ne? Dankeschön. Und sogar Faserstoff. Mir ging es jetzt wirklich nicht darum, die Platz zu machen, sondern einfach nur ein bisschen Rohstoffe wieder zu sammeln, die wir noch brauchen. Die wir noch nicht haben. Okay, ist noch ein Blümchen. Wir gehen wieder Steine sammeln. So, so und so.
12 Blutsteinchen. Wunderbar. Das Feld kriege ich von euch. Ist doch schön. Ums. Beim Level 7. Die schnetzeln wir jetzt einfach mal so weg. Ohne großen Aufwand. Gucken wir uns die hier drüben noch an. Auch nochmal. Ist ein bisschen over, ja, ich weiß. Lieber, wir haben die im Rohstoff, als wir brauchen sie dann. Das hinstellen. Hier noch ein großer. Jetzt war es das anstellen. Gut, 21 Stück. Dann können wir nach Hause und das wegbringen. Was halt ärgerlich ist, dass der Boost nicht mehr funktioniert, dass du was günstig kriegst an Rohstoffen, dass du nicht mehr so viel Rohstoffe brauchst. Das ist halt ein wenig ärgerlich, aber okay. Kann man nicht ändern. Also, gib mir mal den Mixer. So, halt. Überlege fast bald alles da reinzuschmeißen. Aber eigentlich möchte ich nicht. Wenn ich alles da reingehört. So, hopp. 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 Dann haben wir auch das Mixen erhöht. Alles 30, Textil ist 50, Polieren ist 30, Schmelzen müssen wir noch machen. Schmelzen ist 68, Schneiden. Und schneiden, genau das ist der Punkt. Wir brauchen 5 Stück. 5 Schneidemaschinen. Also die. 2 Schleifsägen, also brauche ich 10 Schleifsägen. 10. Reicht das? Nein, wir brauchen dann. Das reicht gar nicht. Wir müssen dann nochmal Blutsteine sammeln gehen. Das reicht nicht. Ich bin gerade mal 7. Was heißt, wir können erstmal 3 bauen, ne? Genügend Carbonstahl. Wieso haben wir nicht genügend Carbonstahl? Es fehlt an Eisenerz. Ich brauche mehr Eisenerz. Und gegebenenfalls müssen wir wirklich mal in die Mine investieren, dass wir mehr Rohstoffe uns bestellen. Und wir brauchen ungefähr 20.000 dafür, ne? Wir haben gerade 7.000. Das gehört hier in der Andreskiste, fällt mir gerade ein.
Gut. Nee. Der innere Monk muss weggebracht werden. Überleg halt nur noch, ob ich alles in eine Kiste schmeißen soll. Alles in das Ding. Alles, was wir haben. Ob das sinnvoll ist? Keine Ahnung. Gut, gehen wir schlafen.